Könntest du Tom anrufen? Ich hasse es, wenn ich ihn wecken muss. Es ist noch recht früh, weißt du. Was war das? Das war bloß die Oma. Oh, sag ihr schöne Grüße. Schöne Grüße von Jeff. Schöne Grüße zurück. Gehst du mal ran? Ich glaube, das Telefon liegt unter einer von Jackies sogenannten Brüsten. Oh, nur kein falscher Neid. Wenigstens sind mir meine beim Pinkeln nicht im Weg. Meine wurden wenigstens noch nie Dellen genannt. Oh, könnte ich ja endlich rangehen. Oh. Ich habe es. Ich rufe zurück, ich puff noch. Hallo? Hi. Tut mir leid, Tom poppt noch. Ich meine, pufft noch. Wer? Leg einfach auf. Aber das ist der Papst. Und hier, das ist total abgefahren. Hey, Mutter Teresa, was geht ab? Fühlen Sie sich auch wirklich gut, Cynthia? Aber ja. Oh, das ist bestimmt Tom. Ich denke, ich sollte mit den beiden reden. Okay, Sie sind der Arzt. Hi, Mom. Oh, hi, Tom. Hi, Mom. Oh, hallo, Jeff. Hey, Oma. Das ist ein hübscher Pulli. Mhm. Hallo, Oma. Hallo. Sieht aus, als wäre ihr kalt. Oh, so ist es besser. Oh, das ist nett. Kommt mit, Jungs. Dr. Davis wartet im Arbeitszimmer. Dr. Davis? Worum geht es denn? Ist irgendwas mit Pop? Der Doktor sagt es euch. Hallo, Doc. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Hallo. Hallo. Kommt her, Jungs. Setzt euch. Ich habe euch was zu sagen. Nun, es gibt nicht die perfekte Weise, es auszudrücken. Also, wisst ihr, euer Vater... Zwei Worte? Ja, ja. Ja. Ist das ein Filmtitel? Nein, es ist eine Feststellung. Ein Filmtitel, sag ich doch. Es ist eine Feststellung. Feststellung. Okay, eine Feststellung. Ja, ja. Okay. Zwei Worte. Erstes Wort. Kurzes Wort. Ein. Wer? Ein. Weiter. Ist. Ja, ganz genau. Sag ich doch. Ist. Euer Vater ist. Okay. Erschossen worden. Euer Vater ist Epileptiker. Euer Vater wachsen Brüste. Er kann nicht schlafen. Er sieht wie ein Idiot aus, wenn er schläft. Warte, euer Vater ist betrunken. Euer Vater hat Schlabberbacken. Er lässt sich das Gesicht nicht. Er kriegt wie Tränensack, wie Auge. Auge sehen Sie. Sieht. Sieht? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Euer Vater sieht genau. Himmel, Herrgott, doch mal. Er ist sieht. Todkrank. 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 Ja, euer Vater ist todkrank. Das haben wir schon längst rausbekommen. Ja, einfach. Das war echt voll einfach. Ihr könntet die Toten aufwecken, so laut seid ihr. Oder die fast Toten. Oh mein Gott. Unser Vater ist todkrank? Ich fürchte ja. Und wie lange hat er noch? Ein paar Monate bestenfalls. Er hat eine seltene Blutkrankheit. Sein Blut gärt wie Wein. Aber am Ende wird er keinen Schmerz empfinden. Oh mein Gott, Ma. Ich weigere mich, das Negative zu sehen. Ich betrachte es nicht so, dass ich einen Ehemann verliere. Ich betrachte es so, dass ich ein Nähzimmer gewinne. Und er weiß es? Vor ihm kann man nichts verheimlichen. Er ist noch immer derselbe Kerl, der mich zum Lachen bringt. Seit 40 Jahren nun schon. Für ihn ist das Sterben bloß Material für seine nächste Comedy-Nummer. Hey, kommt schon rein. Kommt. Ja, das wurde auch Zeit. Ich sterbe ruckzuck. Hey Jungs, guck mal. Wow, passt perfekt. Pa. Wir öffnen eine Vene und feiern. Wir bringen den Trinkspruch aus auf die Zukunft. Den Tod. Der Tod ist nicht das Ende des Lebens. Er ist der Anfang von nichts. Pop nicht. Ach, kein Grund traurig zu sein, Jeff. Obwohl es nicht leicht war, eurer Ma zu vermitteln, dass ich noch 6 Monate lebe. Ich weiß, wie sie es hasst, wenn man herumtrödelt. Hey, Pop, zugegeben, Ma ist manchmal etwas gefühllos. Machst du Witze? Deine Mutter steht drauf, mich zu quälen. In unserer Hochzeitsnacht, im Moment der Leidenschaft, schreit sie laut, das ist nicht mein verfluchtes erstes Mal! Pop, ich glaube nicht, dass wir das wirklich wissen. Nein, du hast recht, Chef, du hast recht. Lasst mich das Thema wechseln. Ich habe etwas Ernstes mit euch zu besprechen. Wir sind für dich da, Pop. Ich bitte euch um Folgendes. Bevor ich meine verdiente Belohnung empfange, die hoffentlich aus 2 hübschen, verdorbenen jungen Schwedern besteht, will ich, dass einer von euch beiden heiratet. Und falls ich ins Gras beiße, bevor derjenige seine Frau geschwängert hat, habe ich wenigstens sein Versprechen, dass er irgendwann ein Balg zeugt. So dass ich abtreten kann in dem Wissen, es gibt einen Jungen, der unseren Namen weitertragen wird. Moment mal, Pop.
Und wenn es ein Mädchen wird? Machst du Witze? Das letzte wurde in unserer Familie vor dem Bürgerkrieg geboren und das war andersrum. Naja, Pop, ich kann nicht, weißt du, weil... Klar, mit deiner Priesternummer bist du aus dem Schneider. Also gut, Pop, wenn es dich glücklich macht, wenn es dir so wichtig ist, tue ich es. Wie mir wichtig? Mann, das ist meine letzte Bitte. Man treibt keine Scherze mit letzten Bitten. Ich hätte euch um alles auf der Welt bitten können. Auch darum, mich mit Kaugummis zu begraben. Mit Kaugummis? Klar, der Tod ist eine verdammt lange Zeit ohne eine Zigarette. Pop, du bist der Beste. Pop, wie macht man das? Du schenkst dir einfach ein paar Drinks zu viel ein. Nein. Nein, das doch. Er meint, wie du deinen Sinn für Humor behältst. Genau. Ja, ihr zwei macht mich froh. Gib mir mal die Zeitschrift. Monatsheft für Sterbenskranke? Ja, die einzige Zeitschrift, bei der man vor seinem verdammten Abo rauslaufen kann. Amen. Ich sagte Amen. Amen. Nieder. Hosianna in der Höhe. Es wird alles gut. Tom, willst du das wirklich tun? Vielleicht überlege ich mir das mit dem Priester werden ja noch. Manchmal zweifle ich an meiner Berufung. Oh, das wirst du mit dir selber ausmachen müssen. Für mich hat Pop recht. Ich sollte ruhiger werden. Ich war bei einem Therapeuten. Ja? Ja, Dr. Joey Vaughn. Weißt du, dass ich jede Nacht mit einer anderen Frau schlafe? Weil du die Frau deines Lebens noch nicht gefunden hast. Doch, habe ich. Was? Ich glaube, ich bin verliebt. Ja, an wen? Maria Luna. Die Opernsängerin? Ja, zum ersten Mal. Ich bin endlich jemandem begegnet, den ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Ich weiß nicht, ob ich wegen Pop weinen soll oder weil ich mich für dich freue. Ach, keine Tränen, kleiner Bruder. Es wird alles gut. Jetzt. Hallo, Mrs. Natalie. Möchten Sie, dass ich Sie über die Schwelle trage oder soll ich das Bett hier rausholen? Nein, es gefällt mir da, wo es steht. Oh, noch mehr Spiegel. Und das hier ist ein Spiegelkabinett. Im College hatte ich auch Spiegel überm Bett. Ich habe trotzdem noch eine Frau gebraucht. Die einzige Frau, die du jetzt brauchst, bin ich. Oh mein Gott! Das war die Kadenz! Oh. Ja! Oh, oh ja! Oh. Thomas, ich würde das total mögen, wenn du den kleinen Finger deiner rechten Hand nimmst und ihn dahin hältst. Für 3 Sekunden. Ja. Oh ja, genau so. Ja. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Okay, jetzt den Zeigefinger. Genau da, gegen den Uhrzeigersinn. Ja, schneller. Oh ja, Halbkreis. Oh ja, jetzt im Quadrat. Oh ja. Ein 45-Grad-Winkel. Ein gleichschenkliges Dreieck. Oh, ja. Oh. Ich heiße Jeff. Tom war halt nicht mehr unter uns. Du glaubst es nicht. Vor 2 Wochen war sein Begräbnis und dieses Kleid hat keine Falte. Das ist der Wahnsinn. Ich denke ständig an die wundervolle Trauerrede, die Pater Bryce gehalten hat. Wenn bloß euer Vater nicht dauernd gebrüllt hätte, ich bin der Nächste. Jeff, Schatz, hebst du mal Omas Kopf wieder? Ja, klar. Hallo, Oma. Hi, Jeff. Alles okay, Pop? Du meinst, abgesehen von der Hinsicht, ich bin in Bombenform. Warum ziehst du solche Gesichter? Ich will sehen, mit welchem Gesichtsausdruck ich beerdigt werden will. Wie ist das? Das? Nein. Und wie das? Perfekt. Jeff, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. Ja? Ich verklickere es dir schon. Ich will, dass du das Priesterseminar schmeißt und dich vögeln lässt. Pop... Weißt du, was du da von mir verlangst? Oh, nichts, was ich nicht für meinen armen, sterbenden Vater täte. Du weißt, ich widme mein Leben dem Dienst an Gott. Jeff,
Gott hat keinen blassen Schimmer, wer du bist. Das ist nicht wahr. Er kennt alle seine Kinder. Ach ja, hat er dich hier angerufen? Oder dir eine Postkarte geschickt? Oder eine E-Mail? Und wenn wir alle Gottes Kinder sind, warum habe ich dann deine Zahnspange bezahlt? Pop, wieso glaubst du, werden Männer Priester? Weil es die am meisten akzeptierte Möglichkeit ist, an billigen Wein zu kommen. Nein. Die Gratiskekse? Pop. Oh, du bist ja noch hier. Ich dachte, du wärst schon weg. Ich bin doch erst vorhin gekommen. Aber bleib nicht zu lang. Du wirst unsere Gastfreundschaft doch nicht überbeanspruchen. Dein Vater ist sehr, sehr krank. Das hast du bemerkt. Ich staune. Oh, aber natürlich habe ich das. Wieso glaubst du, schmeiß ich sonst deine alten Sachen raus? Eigentlich wollte ich dich fragen, in welchem Anzug du aufgebahrt werden willst. Hoffentlich nicht in dem Grauen. Der geht gar nicht. Der wäre mir peinlich. Na, sag mir Bescheid. Wir wollen doch nicht bis zur letzten Minute warten. Was ist so witzig? Dies ist womöglich die letzte Minute. Reingelegt. Oh, ich fände es echt besser, du würdest das lassen. Ja, du hast recht. Wir wollen deiner Mutter keine zu großen Hoffnungen machen. Da fällt mir ein, ich muss mir ein längeres schwarzes Kleid kaufen. Ich sollte nicht so viel Bein zeigen bei der Beerdigung meines Mannes. Möglicherweise ist sie doch nicht so schlimm, wie man möglicherweise sagt. Möglicherweise. Oh, doch ist sie. Pop, ich will dir helfen, aber ich will unbedingt Priester sein. Hör zu, denk darüber nach, was es dir denn bringen würde, Priester zu sein. Und egal, wie du dich entscheidest, ich stehe hinter dir. Und wenn du nicht tust, was ich will, verfolge ich dich dein Leben lang. War bloß ein Scherz. Ich weiß. Ich denke darüber nach. Ich verspreche es. Aber denk nicht so lang drüber nach. Die werden mich bald mit Formaldehyd vollpumpen. Wie ist das? Was haben wir hier vor uns? Sünderpater! Ich kann sie nicht hören! Sünderpater! Und wo kommen Sünder hin? In die Hölle, Pater! Ich kann sie nicht hören! In die Hölle, Pater! Und für wie lange kommen sie dahin? Für alle Zeit, Pater! Ich kann sie nicht hören! Für alle Zeit, Pater! Was wollt ihr dagegen machen? Sie retten, Pater! Ich kann sie nicht hören! Sie retten, Pater! Ich kann sie nicht hören! Sie retten, Pater! Glücklich, ihr Bruder? Nein, ich glaube nicht! Zum Sehen und ich erhöhe um 3. Ich bin raus. Bin dabei. Ich glaube, Sie bluffen. Hey, Jeff. Kommen Sie, wollen Sie einsteigen? Oh, nein, danke. Hallo, Patris. Hallo, Pater. Könnte ich Sie einen Moment sprechen? Klar. Geben Sie uns eine Minute, Patris. Wir unterbrechen das Spiel. Ja, ich war sowieso raus. Wie geht's denn? Ich wollte Ihnen nur für alles danken, was Sie für mich getan haben. Und es tut mir leid, dass ich Sie und die Kirche enttäuscht habe. Jeff, Sie haben niemanden enttäuscht. Ich denke nur, dass Gott etwas anderes mit Ihnen vorhat. Sie werden mir fehlen, Pater. Sie werden mir auch fehlen. Leihen Sie mir ein paar von Ihren... Oh, ja klar. Ich schätze mal, die brauche ich nicht mehr. Danke. Ihre Eintrittskarte, bitte. Eintrittskarte? Ein klein bisschen Theaterhumor. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz in der ersten Reihe. Auf die Welt da draußen mag das ja kitschig wirken, aber diese wundervollen alten Künstler hier fühlen sich, als wären sie noch im Showbiz. Oh, Popcorn? Nein, danke. Eine Spende von Paul Newman. Nun, ein herzliches Willkommen in unserer kleinen Truppe. Wir bedienen uns hier gern des Showbiz-Jargons. Ihr Vater hat Sie so wundervoll besprochen, dass Sie die Rolle ohne Casting bekommen haben. Ich liebe alte Menschen. Alte Menschen lieber? Das geht gar nicht. Wir nennen unsere Schauspieler hier Altersaktivierte. Das ist mein altes Foto. Ich habe mich einst als Schauspieler versucht, aber wie man sieht, ging es mir nicht gut damit. Und ich war auch nicht gut genug, nicht annähernd gut genug. Und ich hatte Hirn, darum ging Agent nicht, war des Lesens mächtig, somit auch Studioboss nicht. Ich hätte mein mangelndes Talent schon viel früher erkennen müssen, als ich bei einer Aufführung im Kindergarten von meinen Eltern von der Bühne gebuht wurde. Das hätte mich traumatisieren müssen, hat es aber nicht. Ich war starkköpfig, ich war tough, ich habe x Absagen kassiert, bevor ich wieder aufs College ging und dann hier begonnen habe. Und ich liebe meinen Job. Erstmal machen Sie ein bisschen von allem und dann schauen wir, wo wir Sie besetzen, ja? Das klingt gut. Das wohl wunderbarste Werkzeug des Schauspielers ist das Lächeln. Darum ermutigen wir unsere Künstler, abends ihre falschen Zähne vor die Tür zu legen, damit wir sie säubern können. Jedes Glas hat eine Nummer entsprechend im Zimmer und morgens bringen wir die Gebisse dann strahlend wie neu zurück. Das hat Martha Ray sehr glücklich gemacht, als sie ihre letzten Tage hier verbracht hat. Da kommt das wandelnde Ersatzteillager, marschiert zu seinem Schrittmacher. Hallo, Monty! Wie fühlt sich unser Hauptdarsteller? Fabelhaft, lieber, ganz fabelhaft, so gut wie nie. Es ist bloß eine Frage der Zeit und ich bin wieder ganz oben und ertrinke in Angeboten. Oh, oh Gott, gütiger. Ich schätze, ich höre meinen Agenten anrufen. Ich dachte, der ist tot. Nein, das war meine Karriere. Hallo, Schönheit. Hallo, Faye. Schön wie der junge May. Ich spreche in Reimen, weil sie in jüngeren Jahren viel Molière gespielt hat. Wer ist der hübsche Junge? Das ist Jeffrey, ein neues Mitglied unserer kleinen Truppe. Wann hast du denn Feierabend, mein Süßer? Er fängt erst Montag an. Einen schönen Day, Faye. Oh, aber am Montag kommst du dann zu mir. Ich habe Georgie Jessel sehr glücklich gemacht.
Man kann einem alten Schauspieler sein Blut nehmen, aber man kann ihn nicht davon abhalten, sein Blut zu verkaufen. Mr. Oliver! Lemmy. Mr. Oliver, ich habe ja den Rat befolgt und ein Musical geschrieben, es ist voll Hab. Der Titel ist auch toll. Welcher wäre? Die Schöne und das Biestums von Tor. Oh, lassen Sie mich einen kurzen Blick auf das Meisterstück werfen. Sie vermissen ihn sehr, nicht wahr? Oh, Winky war nicht nur der allertollste Bauchredner auf dem MGM-Studio-Gelände, er war auch der beste Liebhaber, den ich je hatte. Und was nicht ging, hat seine Puppe mit mir gemacht, obwohl Winky immer nur Wasser gebechert hat. Wissen Sie, ich bin auch eine verdammt gute Bauchrednerin. Ich bewege nie meine Lippen. Oh, ich nehme an, Sie zeigen es mir. Unbedingt. Die große Kathy ist die erste Bauchrednerin mit Pantomimenpuppe. Oh, schön. Sag Alice, hallo, Benny. Nein. Du kannst nicht? Warum nicht? Oh, du bist in einem Kasten gefangen. Das kleine Starlet am Tisch ist Kathy. Neben ihrem Beitrag im komischen Fach ist sie unsere Alles-Alles-Alles-Könnerin. Sie ist Sozialarbeiter, Pädagoge, Künstler. Geben Sie eine Rolle und sie spielt sie. Sie ist Carol Lombard, sie ist Jean Harlow, sie ist Jane Mansfield, aber mit Hirn hinterm Pony. Hier, ich mach's bekannt. Kathy, ich möchte Ihnen Jeff vorstellen. Oh, hallo, freut mich sehr, Jeff. Willkommen bei unserer kleinen Kompanie hier. Danke. Oh, und dieser wunderbare Filmstar ist Alice Rudolph. Die Alice Rudolph aus Die Rache der Mumienschwägerin, der sofort wieder abgesetzt wurde, aber jetzt jede Nacht auf Thrillermax läuft. Sehr nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Oh, das finde ich auch. Oh, nein. Ah, ich habe ein bisschen Arthritis in meinen Händen. Keine Sorge, die Schmerzen verschwinden. Das erinnert mich daran, wie ich Judy Garland mal auf die Zehen trat. Das war 61 in der Carnegie Hall. Und dann in ihrem Special von 62 fing sie an, Seitwärtsschritte zu machen. Hier so. Das Publikum dachte, es wäre eine neue Tanzfigur, aber es war wirklich ihr ewiges mein Zeh. Und bei dem klasse Song... Glory, glory, hallelujah. Singen Sie mit. Glory, glory, hallelujah. Da macht sie Seitwärtsschritte wie die, weil ich auf die Zehen getreten war. Wegen mir hat sie diese stilprägenden Schritte gemacht. Wegen mir. Jeff. Hey Joe, ich hole nur meine Frau. Jeff Natali. Ja, wie geht's dir? Ich bin's. Big Joe. Wir kennen uns von Toms Truppe. Ja, ja. Komm, ich spendiere dir einen Drink. Oh, danke. Die Patin des Sex. Die Dame tritt die nächste Woche auf. Selbst dein Bruder hat Angst vor ihr gehabt. Komm. Wissen Sie, ich wäre mehr als bereit gewesen, ein Gedeck zu bezahlen. Vergiss es. Toms kleiner Bruder bezahlt in den Laden, den ich führe, gar nichts. Meine Mädels werden ihn vermissen. Er hat mit der Hälfte geschlafen. Gleichzeitig. Oh. Ich wollte eine Chance, Tante. Oh nein, das will ich. Hey, es ist für die Mädels eine Möglichkeit, ihre Wertschätzung für Tom zu zeigen. Amber, komm runter, mach dein Ding für Toms kleinen Bruder. Oh nein, wirklich, es ist schon gut, es ist gut, es ist wirklich, wirklich gut. Ah, mein Schuss ist dafür eigentlich viel zu schwach. Danke, wirklich, aber... Viel Spaß. Aber... Halte dich fest, kleiner Mann. Oh nein, Hilfe! Sie ist gegen das billige Parfüm allergisch. Los, raus hier! Nein! Ich versprach es als guter Katholik. Nun, da mein Vater von uns gehen wird, habe ich die Pflicht, seine letzte Bitte zu erfüllen. Aber ich fürchte, keine Frau will mich haben. Und die Zeit wird langsam knapp. Warum bist du nicht zuerst zu mir gekommen? Stattdessen gehst du in diese Tittenbar. Bitte tun Sie, was ich von Ihnen will. Wir kennen uns schon viele Jahre, aber dies ist das erste Mal, dass du wegen Sex zu mir kommst. Lass uns offen sein. Du hast dich davor gefürchtet, in mein Bett zu kommen. Ich wollte mir keine Krankheit holen. Jetzt kommst du zu mir und sagst, Donna Corleone, mach deine Beine breit. Gib mir Sex. Aber du zeigst keinen Respekt. Denkst keine Sekunde daran, mich Patin zu nennen. Mein Vater liegt im Sterben. Er ist noch am Leben. Porco Dio, miseria lata. Was habe ich getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wenn du in Freundschaft zu mir gekommen wärst, statt in Verzweiflung, würde dein Sperma meine Eier befruchten, noch vor Sonnenuntergang. Seien Sie meine Freundin. Bitte, Patin. Mit der Zunge! Wie ein Mann, nicht wie so eine Schwuchtel. Irgendwann werde ich dich darum bitten, mir einen Dienst zu erweisen. Zum Beispiel ein bisschen Kamasutra. Aber bis zu diesem Tag, nimm dieses Geschenk an. Donna Corleone, das wusste.
Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendetwas brauchen. Dr. Vaughan ist gleich für Sie da. Okay. Guten Abend, Jeff. Ich bin Dr. Vaughan. Aber meine Freunde nennen mich Dr. Joey. Willkommen im Samtsalon hoch oben im 12. Stock des Gebäudes der medizinischen Künste. Sie haben Probleme, Bubi? Keine Bange. Dr. Joey kümmert sich darum. Ich meine es ernst. There are better days ahead, so wipe away that frown. You didn't wake up dead, so don't let life get you down. You gotta laugh at yourself, you gotta laugh at yourself, you gotta laugh at yourself each day. When Mr. Trouble comes a-lurking and you fear a disgrace, leer at him and jeer at him and laugh at his face. We all have heartaches one time or another, but if you feel bad off, take a look, oh brother. Gotta laugh at yourself, yes, I said laugh at yourself, the whole world laughs with you. Yeah. Hallo, Verzeihung. Können Sie mir sagen, wo die Hausnummer 515 ist? Die ist hier. Nein, das kann nicht sein. Da müsste eine psychiatrische Praxis sein. Da bist du hier richtig, Junge. Du willst zu meinem Bruder. Hey, Angelo! Was ist? Hier ist wer für dich. Ich komme. Hey. Hi. Oh, du bist sicher Jeff Natali. Ja. Entschuldige mein Aussehen, wenn ich unruhig werde, mache ich gern was mit den Händen. Helfe meinem Bruder. Wir teilen uns den Laden, weil die Miete so hoch ist und so. Komm mit mir durch. Mach's dir gemütlich. Ja, dahin. Sedete comodo. Weißt du, was das heißt? Nein. Das heißt, setz dich auf deinen Arsch und entspann dich. Also, Jeff, sag mir, was bedrückt dich? Naja, wo soll ich anfangen? Fang damit an, dass du dich entspannst. Sieh mal, wie angespannt du bist. Komm hier. Hier, stell deinen Fuß da drauf. Das geht schon, nein. Doch, los, mach schon hier rauf. Ich putze dir richtig gut. Kostenlos, ja? Okay. Du weißt doch, wie man sagt. Matte Schuhe, matter Geist. Ja. Sagt keiner, das habe ich erfunden. Verstehe. Aber ich dachte, das entspannte ich besser jetzt. Ich fühle mich gut. Okay, gut, sprich. Entschuldige, ich bin etwas aus der Übung. Schieß los. Also, ich habe so komische Träume in letzter Zeit. Da bist du bei mir richtig. Neulich zum Beispiel habe ich geträumt, dass ich geboren würde. Und als ich aus dem Mutterleib kam, hörte ich meine Mutter schreien, los, raus da und schön draußen bleiben. Was meinst du, was das bedeutet? Naja, es bedeutet vielleicht, dass meine Mutter mir sagt, ich soll mich von Frauen fernhalten. Wissen Sie, sexuell. Ich sag dir was, gib mir den anderen. Gut so. Bevor man einen Schuh macht, muss man lernen, wie man näht. Du, mein junger Freund, musst los und Bräute treffen. Ich meine Frauen. Du stehst doch auf Frauen, oder? Natürlich. Ja, zieh los und hol sie dir. Hey Mann, was ist? Du siehst ganz verschreckt aus. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Wieso? Was ist das Problem? Was? Vor dem Seminar war ich mal auf einer Party und eine Frau, eine bisexuelle Nymphomanin, hat zu mir gesagt, ich sei nicht ihr Typ. Solche Sachen passieren uns allen, Jeff. Einigen von uns. Vielleicht einem von 2-3 Millionen. Den richtigen Quasimodus eben. Weshalb du gut im Rennen liegst. Du schaffst das schon. Und weißt du was? Falls nicht, hat dein Kopf die perfekte Form für eine Lobotomie. Ich mach nur Spaß. Schuh so gut wie neu. Gut, raus jetzt. Und Jeff, Bräute. Oh, eine Sekunde. Wer ist da? Ich bin's, Nancy Dalton, Ihre Nachbarin aus 3C. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Ich rannte aus Toms Schlafzimmer und habe sie versehentlich für meinen Mann gehalten. Sie haben mir meine Bluse hinterhergetragen. Ja, irgendwie kamen sie mir bekannt vor. Darf ich reinkommen? Klar. Hi. Wie geht's dir, Süßer? Kommen Sie rein. Ich bin drin. Oh, richtig, sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich wollte dich bloß im Haus willkommen heißen. Es ist echt super hier. Fast unmöglich, hier was zu kriegen. Absolut niemand zieht aus. Man muss warten, bis wer stirbt. Oh, tut mir sehr leid. Oh nein, es ist schon gut. Das ist ein Männchen, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Ich hatte eine 1 in Biologie. Das ist toll. Aber ganz unter uns, ich habe ein bisschen gemogelt. Ich wusste, dass mein Lehrer scharf auf mich war, also bezeichnete ich das männliche Organ als Zungenspatel. ich würde hier gern übernachten, aber dann kommst du vielleicht auf falsche Gedanken. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Wirklich
sehr gute Freunde. Ah. Bye. Du bist Baby Jeff von den Jungfrauen. Stimmt genau, Pop. Kann ich irgendwas für dich tun? Könntest du für deinen Pop einen reinballern? Baller ihn rein, Baby Jeff! Komm schon, Jeff, hol mich rein! Schlag das Baby heim! Hallo? Hallo? Ich weiß, dass da jemand ist. Ich leg auf, wenn Sie nicht sprechen. Jeff, ich bin es. Du solltest bloß wissen, wie ich klinge, wenn ich jetzt Gras gebissen habe. Warte mal kurz. Sehr gut. Entschuldige, Jeff, ich arbeite im Moment an Postkarten, die du nach meinem Abgang verschicken sollst. Denkst du, du kannst das für mich machen, Junge? Sicher. Wie geht es dir? Oh, sehr gut, sehr gut. Ich fühle mich, als könnte ich noch weitere 3 Wochen leben. Plus minus 1-2 Tage. Rufst du deswegen an, um mir das zu sagen? Oh nein, nein. Es gibt ein paar Dinge, die mir Sorgen machen. Erstens fühle ich mich ein bisschen schuldig. Schuldig? Weswegen? Ich frage mich, ob dein sexuelles, Problem davon kommt, dass du als Kind mich und deine Mom mal beim Sex erwischt hast. Ach, ehrlich? War nicht deine Schuld. Du wusstest nicht, dass sie am Auto war, ne? Ich bin überglücklich, dass ich mich daran kein Stück erinnere. Hör mal, Junge, es ist nichts verkehrt an Sex. Deine Mutter denkt, Sex wäre eine sehr spezielle Erfahrung, die man mit keinem anderen teilt, ja? Ja, Bob. Oh, und Jeff, ich habe eine sehr delikate Frage. Hast du vorige Nacht mit einer Maus verbracht, die Tierlaute imitiert? Ich versuche es, Pop. Ich weiß, dass du es versuchst. Aber du musst aggressiver rangehen. Weißt du, als ich so alt war wie du, da war ich voll aggressiv. Und einmal habe ich es mit zwei Frauen gleichzeitig gemacht. Ich war halt tot vor Erschöpfung. Sie wohnten nicht im selben Haus. Hör zu, Junge. Lass sie einfach sehen, wer du bist. Und sie werden dich mögen. Ja? Ja, was? Ja, wo ist die Pointe? Wie muss denn immer alles ein Witz für dich sein? Perfekt. Halt, kurze Pause. Oh. Alles in Ordnung? Ist Ihnen gut? Das ist nichts. Oh Gott sei Dank. Das geht gleich wieder. Trotzdem, zeigen Sie mal, junge Frau. Junge Frau, sagen Sie, Sie sind wohl auf meinen Rentencheck aus. Oh. Vorsicht. Ich helfe Ihnen. Sie dürfen mir jederzeit aufhelfen. Oh. Alles in Ordnung? Geht nichts hier. Wollen Sie tanzen? So? Oh, alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Entschuldigung. Du bist ein grauenvoller Tänzer. Wegen der Rezession mussten wir ein paar Dinge einsparen. Wir haben nur noch eine Gabel und wir mussten beide Gerichte für Sie auf einen Teller tun. Bon Appetit. Bitte, essen Sie mal zuerst. Vera, die 306 bitte schieben. Ma, ich möchte was mit dir besprechen. Es fällt mir echt schwer, darüber zu reden. Jeff, wenn es wirklich wichtig ist, bin ich nicht sicher, ob du es mir sagen solltest. Weißt du, lieber, du nuschelst immer so. Die Hälfte dessen, was du sagst, verstehe ich gar nicht. Als ob es darauf ankäme. Angelo hat recht. Kein Wunder, habe ich Angst vor Gesprächen mit Frauen. Köstlich. Angelo? Das ist mein Therapeut. Dein Therapeut? Du gehst zu einem Irrenarzt? Mein Sohn, der Irre. Klingt irgendwie nett für mich. Okay, warum gehst du in die Irrenschule? Weil ich ein paar Probleme habe. Junge, wir haben alle Probleme. Ich bin am Verhungern. Mom, bitte leg die Gabel hin. Ich muss dir eine Frage stellen. Okay, eine Frage. Wenn Sie das nicht aufessen, nehme ich ein Stück Speck. Sag, liebst du mich? Hoffentlich ersticken Sie mich. Mom! Hör mir zu, ich will es wissen. Liebst du mich? Ma! Ich überlege.
Könntest du die Frage wiederholen? Du versuchst auszuweichen. Okay, okay. Liebe ich dich? Das ist eine sehr gute Frage, Lieber. Na, wenn ich es nicht tue, bin ich nur so weit davon entfernt. Beantworte das deine Frage. Schatz, selbst wenn ich dich nicht liebe, und ich will nicht sagen, dass es so ist, Liebe ist nur ein Gefühl. Und wenn du die ganze Liebe der Welt zusammenlegen würdest, so wäre das nur ein halb so starkes Gefühl wie Seekrankheit. Willst du was davon? Nein. Um die Dinge mit deiner Mutter aufzuarbeiten, sollten wir es vielleicht andersrum angehen. Geh mit ein paar Mädchen aus, das baut deine Ängste vielleicht ein Stück ab, ja? Das ist wie mit einem neuen Paar Schuhe. Nachdem man sie eingelaufen hat, werden sie zu einem Teil deines Fußes. Hast du eigentlich meine Schuhvergleiche satt? Man muss Fußfetischist sein, wenn man hier rumhängt, stimmt's? Natürlich mag ich Netzstrümpfe und Stilettos an jungen Hühnern, aber das tut nichts zur Sache. Also, geh mit ein paar Frauen aus, dann sprich mit deiner Mom. So wird das sehr einfach sein. Ich versuche es. Und du wirst besser. Hast du Samstagabend Zeit? Ich habe jeden Samstagabend Zeit. Warum? Na, weil ich dich ungemein attraktiv finde und dich flachlegen möchte. Ich probiere es immer wieder. Du musst dich entspannen, Junge. Ich hätte dich gern mit meiner Nichte zusammengebracht. Oh, die Kontaktanzeige. Ich habe eine aufgegeben. Das ist gut, aber Zukunftsmusik. Fang erstmal mit meiner Nichte an. Karen. Wirklich, wirklich süß. Neu in der Stadt, kein Druck. Ganz einfach, hä? Und weißt du was? Neue Schnürsenkel und Absätze gratis. Okay. Glaube ich. Oh, tut mir leid. Sind Sie noch in einer Sitzung? Hallo, Mr. Jämmerlich. Kommen Sie rein. Ist schon gut. Sein Name ist John, aber er besteht auf Mr. Jämmerlich. Du meinst, du hast Probleme? Der Typ ist echt daneben. Mr. Jämmerlich, das ist Jeff. Ich hol dir die Nummer. Bin gleich wieder da. Angelo ist ein toller Kerl, nicht? Ja, er verschreibt mir Antidepressiva. Oh, gut. Sie wirken. Ich fühle mich gut dabei, wenn ich mich jetzt umbringe. Oh ja, toll. Da sind ja meine Hauptdarstellerin und mein neuer Hauptdarsteller Jeff. Seht sie euch an wie Crawford und Gable, Hepburn und Tracy, Travolta und Tomlin. Jeffrey, großes Lob dafür, wie Sie mit unseren reifen Diven hier arbeiten. Sie machen aus einem B-Movie einen Blockbuster. Wenn wir je flach waren, sie gab uns Implantate. Danke sehr, Mr. Oliver. Machen Sie so weiter, dann werde ich Sie in unserer neuen Broschüre an erster Stelle erwähnen müssen. Jeffrey Natale in Gesang, Tanz und Senilität. Der Mann ist verrückt, aber er erkennt Talent. Ich wette, dass du bald einen Ausweis mit Foto bekommst. Oh, das wäre toll. Ich weiß nicht so recht. Nicht gerade ein sehr schmeichelhaftes Foto. Yvonne, nein, nicht übel, echt. Ich hätte mich besser im Profil aufnehmen lassen. Was meinst du, ist meine beste Seite, hm? Nein, dreh dich mal. Nein, nein, warte. Nein, sie sind beide gut. Aber ich finde, deine beste Seite ist deine Innenseite. Oh, das ist voll lieb. Schluss mit 1, 2. Zeig alles, was gut, du drauf hast. Ich warm an. Hi, Mom. Wie geht es, Pop? Dein Vater fühlt sich ziemlich schwach. Darum lässt er sein letztes Porträt anfertigen. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich verabrede mich nicht mit Polizeizeichnern. Was für ein Kinn hat er, würden Sie sagen? Oh, kein wirklich breites Kinn. Nein, das ist zu schmal. Ja, ein bisschen runder. Ja, das ist gut. Okay. Ich denke, wir sollten kurz... Ach was, kommen Sie, machen Sie... Hallo, einen. Pop. Hey, Jeff, mein einziger Erbe, meine letzte Hoffnung. Du bist doch nicht impotent, oder? Wie gefällt dir mein Porträt? Oh, sehr gut. Weißt du, Jeff, wenn man abkratzt, wird man sentimental. Und ich habe daran gedacht, wie wahnsinnig du mir fehlen wirst, wenn ich um meinen Schöpfer trete. Darum sehe ich keinen anderen Ausweg, als dich mitzunehmen. Danke, aber ich denke, ich verzichte. Was macht dein Liebesleben? Du bist doch nicht bisexuell, oder? Nein, natürlich nicht. Sonst müsstest du nämlich deine Unschuld zweimal verlieren. Pop, ich verspreche dir, ich schaffe es, bevor du... Du weißt schon, du... Bevor du was? Bevor? Du krepierst? Du kannst es ruhig sagen. Es ist ganz leicht. Sag es einfach. Du krepierst. Nein, ich kann... Klar kannst du das. Natürlich, pass auf, ich mache es dir einfach. Während du es sagst, denk an deine Mutter. Du krepierst! Komm schon, sag es. Okay. Du krepierst. Nein, komm schon. Ich höre dich nicht. Du... Krepierst. Nein, ich kann dich nicht hören, Jeff. Du krepierst. Ich kann dich nicht hören. Du krepierst. Du hast einen fiesen Zug an dir. Also dann, vielen Dank für den wundervollen Abend. Und... Es ist überhaupt kein Problem, dass mir die Handtasche geklaut wurde. Ich bin sicher, du hättest den Dieb eingeholt, wäre er bloß nicht so schnell gewesen. Manche Rollstuhlfahrer sind echt verdammt schnell. Na dann. Gute Nacht. Aha. Oh, ich denke, das ist okay. Ich meine, du kennst ja meinen Onkel Angelo.
Möchtest du mit reinkommen auf eine Tasse Milchkaffee oder vielleicht ein Glas Wein? Ja, ich? Ich sehe sonst niemanden, du Dussel. Ja, okay. Klar, danke. Okay. Keine Bange, das ist absolut okay. Bist du sicher? Sicher bin ich sicher. Das ist eine absolut natürliche Sache. Oh, okay, wenn du es sagst. Jetzt bin ich soweit. Sei bitte vorsichtig. Oh, hey, hallo. Hast du dir wehgetan? Oh, nein, mein blöder Rücken meldet sich ein bisschen. Oh, warte, lass mich mal. Nein, das ist... Ich kann das. Das ist alles bestens. Oh. Besser, Jeff? Besser. Komm, Mittagspause. Wir verschwinden von hier. Echt? Du wolltest Blues-Sänger werden? Mhm. Ich liebe Blues. Und eigentlich nur Blues. Als ich noch ein Kind war das mein großer Traum. Als ich klein war, wollte ich Tänzerin werden. Und dann zogen wir von Kanada in die USA, nah ans Meer, und ich habe mich ins Wasser verliebt. Da konnte ich nur noch dran denken, Urologin zu werden. Ja, in Wirklichkeit fing ich an zu zeichnen und kam so zur Kunst, fing an Mal- und Schauspielunterricht zu nehmen, dachte, ich würde eine große Künstlerin. Dann jobbte ich in einem Altenheim und habe mich in diese Menschen verliebt. Und jetzt bin ich hier. Und wie kam es, dass du kein Bluesänger geworden bist? Ich habe nicht die Stimme dafür. Ein paar alte Bluesänger, die ich höre, hatten auch keine Stimmen. Howlin' Wolf klingt so, als würde er strangulieren. Ja, vielleicht, doch meine Stimme ist einfach nur schrecklich. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, glaub mir, ich sag dir, sie ist ziemlich schrecklich. Ach was, so schlimm kann sie nicht sein. Sie ist so schlimm. Wenn ich singe, wollen Taube nicht mal auf meine Lippen gucken. Du warst mich schon wieder, ja. Hallo, ich bin Sarah. Hi, ich bin Jeff. Oh, für mich? Danke. Oh. Oh, wie unhöflich von mir, Jeff. Das ist meine Schwester Joan. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Jeff. Ich... Wussten Sie nicht, dass wir siamesische Zwillinge sind? Nein, ich dachte bloß, dass Sie das gleiche Kleid anhaben. Sehen Sie es einfach positiv. Wenn Sie mit einer von uns Stehblues tanzen, können Sie die andere mit betatschen. Oh, warten Sie. Hier. Oh, für mich, für danke. Ach, vielen Dank. Die sind wunderschön. Sie sind... Ich bin allergisch, aber sie sind wunderschön. Ja, das sind sie. Kommen Sie rein, Kommen Jeff. Sie rein, Jeff. Ja, gut. Jeff, Sie haben so hübsche Augen. Und nur einen Kopf. Das ist recht dauernd. Und wundervolle Lippen. Joan, hör auf! Lass ihn in Ruhe! Leck mir! Ach ja? Ich habe viel mehr Stellung drauf als du! Kennst du? Außerdem hast du meine Schnittnalle benutzt! Das war voll widerlich! Echt! Geh doch zu, dass du gelächerlich! Ich bin sexier als du! Und ich bin besser gebaut! Es geht mir heute nicht besonders. Hab mir eben die Prostata abtasten lassen. Sehr unangenehm. Es war schrecklich. Besonders als der Arzt gerufen hat. Hier, freihändig. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Hey, Angelo, hier ist Jeff. Jeff, ist alles okay? Nein. Jedes Mal, wenn ich mit einer Frau ausgehe, endet es schlimm. Zumindest gehst du jetzt mal raus und bemühst dich. Ja, und ich fühle mich dabei noch schlechter. Ja, nun, es wird immer schlechter, bevor es besser wird. Für mich wird es nie besser. Meine Freundin hat mir den Rest gegeben, als sie mich verlassen hat. Sie ist ein Zwitterwesen und hat mich für sich selbst verlassen. Das ist toll. Jeff, hör mal. Du hast so verdammt Angst, abgewiesen zu werden. Blick dich um und du wirst sehen, was du wirklich willst. Ist unmittelbar vor deinen Augen, Mann. Und?
Was hat ein hübsches Mädchen wie Sie Schönes fürs Wochenende geplant? Nichts Aufregendes, fürchte ich. Er ist irgendwie süß. Die kleine Kathy ist ein ganz schön heißer Feger. Ja, sie ist echt hübsch. Wenn ich nur 6 Monate jünger wäre. Ist Ihnen doch auch aufgefallen. Jeff? Ja, Jeff. Er interessiert sich nicht für mich. Warum führen Sie sie nicht aus? Ja, ich? Nein, ich schätze, ich bin nicht jetzt... Ihr jungen Leute bemerkt gar nicht, solange ihr nicht mit der Nase draufstoßt. Alice, ich glaube, Sie träumen. Wenn ich so denken würde wie Sie, meinen Sie, ich hätte dann Shirley genagelt, Rita und Hedy, als ich noch Nebendarsteller war? Nicht Shirley Temple? Sie war viel älter, als sie aussah. Locken können wahnsinnig täuschen. Bisweilen braucht ein Mann nur eine kleine Ermutigung. Nur ein winzig kleines Mini-Knöpfchen mir hier an meiner Bluse offen und ich war oben in James Cagneys Welt. Wissen Sie, was in meinem Alter das Großartigste am Sex ist, Jeffrey? Sie können mit einer Frau tun, was Sie wollen. Nachdem Sie nämlich raus aus dem Zimmer sind, hat sie 100% vergessen, auf wen sie böse sein soll. Hallo. Spätdienst, ha? Ja, gehst du schon? Ja. Ja, das wird mein zweites freies Wochenende, seit ich hier angefangen habe, vor 2 Jahren. Das ist aber schlecht für dein Sozialleben. Das waren die 3 Jahre im Seminar auch. Das war nicht so schlimm. Man kommt sich eigentlich super vor, wenn man samstagabends kein Date hat. Hey, wenn das nicht so persönlich ist, warum hast du das Seminar verlassen? Mir ist klar geworden, dass ich aus den falschen Gründen dort war. Dann ist gut, dass du weg bist. Mhm. Ich könnte niemals Nonne sein und unmöglich Gott heiraten. Ja? Ja, mich ziehen ältere Männer nicht an. Besonders nicht die, die sich für perfekt halten. Du verarscht mich. Jetzt sind wir quitt. Ja. Tja, wir sehen uns Montag. Bis dann. Bis dann. Kathy? Ja, Jeff? Weißt du, Samstag... But then I know the chance I won't take, 'cause you're gonna turn me down. I wanna hold you and call you my own, but if I held you, it would just be alone, because I know my chances have flown, 'cause you're gonna turn me down. Gonna turn me down. Was ist mit Samstag? Ach ja, Samstag hat mein Vater Geburtstag. Könntest du da für mich einspringen? Ja, klar. Kein Problem. Toll, danke. Bis dann. Bis denn. Jeder, der sagt, dass das Leben zu kurz ist, hat keine Ahnung vom Filmschnitt. Ich sag dir mal was. Ich hab den heutigen Tag rausgeschnitten. Schnippschnapp. Wieso heute? Heute ist mein Geburtstag. Hey, trinken wir auf meinen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Weißt du, wir feiern morgen den Geburtstag meines Vaters. Er ist todkrank. Ein echter Glückspilz. Oh, tut mir leid, es ist nur so. Naja, mit ihm feiert wenigstens jemand. Meine Freunde haben mir nicht mal gratuliert. Alles Gute zum Geburtstag. Jetzt feiert jemand mit dir. Das stimmt. Oh, sieh dich nur an. Ich will jedes Stück von dir in meinen Mund stopfen. Bist du sicher denn, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt? Überhaupt keine. Was machst du da? Immer mit der Ruhe, ich bin gleich wieder da. Okay. Sag mal, Jeff, hast du schon mal mit 2 Frauen gleichzeitig gemacht? Nein, da müsste ich mich nur 2-mal entschuldigen. Also, Jeff, das ist Trixie. Hallo, großer Junge. Machst du Trixie eine schöne lange Lippenmassage? Komm her mit deiner Zunge, Geliebter. Komm, 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 komm. Hey, sag mal, Moment, ich bin dran. Hey, was machst du denn da? Wow, den habe ich zuerst entdeckt. Oh, ja. Oh, nein. Jeff, was hast du denn? Das ist krank. Oh, du stehst auf Hardcore. Ja, fett ich auch. Au, au. Alter, von mir. So behandelt man eine Dame nicht. Du bist keine Dame, du bist eine Hand. Ja, und du bist nicht mal für eine von uns Manns genug. Muttersöhnchen! Vor
Jetzt solltest du dir etwas wünschen. Ich frage mich, was du dir gewünscht hast. Du wirst schon sehen. In 9 Monaten vielleicht schon. Jeff, sagen Sie, vergessen Sie nicht etwas? Nein, ich glaube nicht. Reise nach Jerusalem, da müssen Sie die Musik ab und zu anhalten. Oh mein Gott. Oh je, Mrs. Nellis, was ist mit Ihnen? Jeffrey, Sie müssen vorsichtig sein. Unsere Hollywood-gereiften Mimen sind, wenngleich Ihrem Filmruhm entwachsen, eine immer noch sehr empfindliche Art, die man umsorgen und hüten muss, damit bei Ihrem allerletzten Vorhang, Ihrer letzten Verbeugung, Ihr freier Geist würdevoll auffahren kann, hinauf zum großen Casting in Gottes Angesicht. Bitte zwingen Sie mich nicht, diesen Text zu wiederholen. Holen Sie eine Morphium-Infusion. Jeff, alles in Ordnung mit dir? Ja, ich bin okay, nur müde. Ich könnte Schlaf gebrauchen. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Dr. Davis hat gesagt, dass meinem Vater nicht mehr viel Zeit bleibt. Es kann täglich soweit sein. Du wirkst sehr traurig. Naja, ich bin sehr traurig. Ich bin wach, ist schon gut. Hey, wie geht's? Frank Marino, ich bin Angies Cousin. Jeff, Natalie. Freut mich, Jeffrey. Frankie, wenn es dir nichts ausmacht, würdest du bitte... Jeff und ich unterhalten uns hier gerade, wenn du... Harry, ich störe. Wusste nicht, dass du arbeitest. Bitte mach doch einfach weiter, ich bin gar nicht da. Entschuldige, er ist gestern angekommen und klar, er hat einen Platz zum Schlafen gebraucht. Also, wir reden einfach leiser. So, naja. Doof und chill. Tu so, als wäre er nicht hier. Also, du fühlst dich mies. Naja... Erzähl mir von deinem Vater. Also... Neulich, bei der Geburtstagsparty, hat er allen erzählt, ich wäre dabei, seine letzte Bitte zu... Kaffee? Wer will Kaffee? Ich mache einen. Frank, bitte. Was? Wo sein Alter stirbt, braucht er was ihm aufs Fahrrad hilft. Frank, komm schon. Woran stirbt er eigentlich? Oh. Da gibt's einen tollen Chiropraktiker, Dr. Bernardo. Der kann einem gleichzeitig den Rücken und das Auto richten. Meinst du Johnny Bernardo? Ja, er ist draußen. Ich dachte, der sitzt noch. Der ist wirklich gut. Aber wenn es dir nichts ausmacht, wir reden gerade. Wenn du also einfach jetzt kurz... Gut. Wenn sein Alter krepiert, ist das allein deine Schuld. Ich bin jetzt... Frankie, wenn du jetzt nicht verschwindest, muss ich ihm, du weißt schon, was erzählen. Nur zu. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich habe keine Scham. Ich erzähl's ihm selber. Ich stehe auf alte Weiber. So, ich hab's gesagt. Je älter, desto besser. Falten, durchsichtige Haut, Lippenstift auf den Zähnen, der Duft von Haftcreme. Wundervoll. Jedenfalls, vor ein paar Monaten bin ich mit einer in die Falle. Eine absolute Schönheit. Sah aus wie eine Riesenrosine in Negligé. Und mitten in der Action ziehe ich versehentlich den Stecker ihres Lebenserhaltungssystems raus. Das kann passieren. Frank, raus. Gut, aber falls du was brauchst, Gartenmöbel, was auch immer, gib mir Bescheid. Ja, ist gut. Tut mir sehr leid, Chef. Er ist wirklich nett. Er ist nur ab und zu ziemlich unmöglich. Du sagtest, du fühlst dich mies. Es geht um die letzte Bitte meines Vaters. Ich bin noch kein Stück weiter und die Zeit wird knapp. Lass es raus. Es ist okay, Angst zu haben. Komm, Kopf hoch, kleiner Soldat. Das wird schon wieder. Wie nimmt deine Mutter es auf? Frankie? Hab ein bisschen Mitgefühl. Der Mann hier weint. Sein Vater geht über den Jordan. Er weiß nicht, was er tun soll. Nimm ein paar Nüsse. Nimm schon. Ich sollte mal wieder zum Zahnarzt. Mit meinen Zähnen stimmt was nicht. Hey, die sehen wie meine Zähne aus. Gib sie mir zurück. Was zur Hölle? Wenn ich dir doch sage, das sind meine. Ich kann überhaupt nicht damit beißen. Gib mir meine Zähne. Du willst sie haben? Dann hol sie. Du bist Schlacht. Was kann ich für Sie tun? Ein Bier, irgendeins. Ein Bier, kommt sofort. Ein Bier, hier, bitte sehr. Sir, glauben Sie, ich bin imstande, ein Kind zu kriegen? Nein. Aber das Äußere kann täuschen. Und heute, die Wissenschaft, die kann alles machen.
Ja, Mr. Natalie, Ihre Frau ist schwanger und ich verstehe Ihr Zeitproblem. Sind Sie sich wirklich sicher? Positiv. Sogar in Ihrem Fall. Mrs. Natalie, würden Sie bitte Ihre Position einnehmen? Hm. Hab keine Angst. Diese neue Geburtsmethode wurde nach jahrelanger intensiver Forschungsarbeit entwickelt. Wir können damit jetzt die Schwangerschaft von 9 Monaten auf 30 Sekunden verkürzen. Wow, das ist ja Wahnsinn. Nein, das ist moderne Wissenschaft. Diese Technologie beruht auf der Innu-Geburtsmethode. Sie müssen sie immer zu bewegen. Sonst brennt sie an. Jetzt kann Ihre Frau gebären. Es ist ein Junge. Ein Junge. Oh, ich wusste, dass ich das kann. Wollen Sie Butter? Oh, du? Oder das Angebot? Sie kriegen Popcorn und eine Cola für $1 mehr. Du? Nein, nur Salz. Ich werde ihn Pop nennen. Mister. Ja? Kann ich Ihnen noch eins bringen? Oh, nein. Nein, danke. Willst du mitgehen? Ich mach was Schönes mit dir. Okay. Ich kann das Training brauchen. Vor dem Priesterseminar war ich auf der Dumont High School. Ist das dein Ernst? Du kamst mir gleich bekannt vor. Du bist Jeff Natalie. Ich habe beim Sportunterricht den Spind neben dir gehabt. Ich bin Bill Nelson. Elch Nelson. Erinnerst du dich an mich? Oh, ich erinnere mich an dich. Hast es immer noch schwer, Mädchen kennenzulernen? Du siehst fantastisch aus. Elch Nelson. Du hast doch diesen Monster-Homerun gegen Elch Nelson. Oh mein Gott. Die Welt ist klein, nicht? Schwamm über die $50 für einen alten Schulkumpel. Gib das aufs Haus. Nein, weißt du, ich muss gehen. Ich hab gleich einen Termin bei meinem Podologen. Um 2 Uhr morgens? Naja, er arbeitet nur nachts. Er sich schämt und er geht vor Zahnarzt zu sein. Oh, sorry. Mein Gott. Was hätte ich um ein Haar getan? Ich bin halb schwul. Jawohl, das bin ich. Das bin ich. Halb schwul. Ich weiß, ich hätte mir diese Streisand-Platte nicht anhören sollen. Oh. Oh, hallo, Jeff. Hallo, Nancy. Oh, warum denn so bedrückt? Bist du okay? Bloß pervers. Heute Abend war ich zum Äußersten entschlossen. Dabei hatte ich echt mal eine Figur der Jungfrau Maria in meinem Zimmer. Oh. Und vor ein paar Minuten hätte ich es fast mit einem getrieben mit dem Spitznamen Elch. Oh, das habe ich schon hunderte Male gemacht. Los, komm. Ich wette, ich kann dich aufmuntern. Nein. Das Einzige, was mich jetzt aufmuntern könnte, würde Geburtswehen erfordern. Oh, Mann. Dir gefällt, was du siehst? Ja. Sie sehen so gut aus, dass ich meine Hände nicht von mir lassen kann. Ich weiß genau, was du meinst. Ups, der Rock, ich habe ihn verloren. Okay. Lass ihn liegen. Ich hole ihn mir nach dem Sex. Sex? Aber Sie sind verheiratet? Oh, die Ehe ist toll. Sie hilft mir dabei, andere Männer zu schätzen. Hast du was dagegen, wenn ich mir was angucke, was mich so richtig heiß macht? Oh, nein, mach ruhig, nicht so. Hi, Schatz. Du bist die liebste, traumhafteste. Oh. Das ist dein Mann? Ja. Und aber ich will dich immer nur in die Arme. Oh. Naja, in den einen Arm, der nicht amputiert wurde. Nein, nein, was mache ich da? Ich begehe Ehebruch. Aber ich würde es wieder tun, wenn ich damit diese Pygmäenkinder retten könnte. Oh, wenn er durchkommt, muss er das mit Musik unterlegen. Aber der Gedanke daran, dich zu streichen, deine wundervolle Haut zu berühren, mit meiner Hand. Das Gefühl erstmal wieder da ist. Also habe ich gedacht, die sollten sie wieder annähen und dann
denke, ich käme auch das Gefühl, ich bin nicht nur pervers, ich bin ja auch noch Ehebruch mit der Frau eines Kriegshelden, der keine Brust mehr hat für Orden. Ich kann nicht mal richtig sündigen. Ich ruhe mich jetzt aus. Nur eine Minute. Und guck weiter zu. Und liebe mich einfach, okay? Oh, schon besser. Hallo? Hallo, Jeffrey. Ich hasse es, so spät anzurufen, aber ich habe gewartet, bis alle unsere Stars die Bühne für ihre Nachtruhe verlassen haben. Jeffrey, Sie haben in letzter Zeit zu viele Auftritte vergeigt, hatten zu viele miese Kritiken. Und ich sage das mit Tränen in den Augen. Und wären Sie hier, könnten Sie nicht nur die Tränen wahrnehmen, sondern auch die leisen Zwischentöne, die ich anklingen lasse. Jeffrey, ich befürchte, ich muss Ihre Rolle neu besetzen. Es tut mir leid, Jeffrey. Das war nicht leicht für mich. Auf Wiederhören. Mick, ich kann nicht mal einen Job behalten. Ich krieg keinen in die Kiste, kann kein Priester werden. Ich krieg nichts geregelt, absolut nichts. Mach's gut, Mick. Ist das mein Handy? Oh mein Gott. Jetzt kann ich nicht springen. Man hielt uns für ein schwules Paar. Was rede ich da? Ist doch egal. Ich bin dann ja tot. Hallo? Jeff? Ja, hier ist Dr. Davis. Es geht um deinen Vater. Es geht ihm sehr schlecht. Oh, ich bin sofort da. Hallo, Oma. Hallo. Dein Vater ist oben. Er stirbt. Ein super Timing. Ich hatte einen furchtbaren Morgen. Erst verreckt der Toaster, dann die Spülmaschine und jetzt auch noch dein Vater. Ein Unglück kommt selten allein. Aber beeil dich lieber, bevor dein Papa den Löffel ganz abgibt. Ma, es wird alles gut. Jetzt mach schon, Jeff. Du solltest deinen Vater noch mal sehen, bevor er stirbt. Immerhin war er es, der unbedingt noch ein Kind wollte. Ich habe ihn gewarnt, dass nach einem perfekten ersten Kind wie Tom das nächste bestimmt ein Trottel würde. Ich gehe schon. Ich bin so dick geworden, als ich mit dir schwanger war. Gott sei Dank habe ich endlich meine Figur wieder. Ich mache jetzt mein Soufflé weiter. Dein Papa liebt meine Soufflés. Tom hat sie auch geliebt. Ich gebe ein paar mehr dazu. Mr. Natali. Oh, Ihr Sohn ist da. Tom! Nein, nein, ich bin es, Pop, Jeff. Ach, einen Moment dachte ich, ich wäre tot. Du siehst gut aus. Fühl mich aber nicht gut. Mein Leben läuft gerade vor mir ab. Der Tod ist links von mir, der Tod ist rechts von mir. Komm mir vor wie in Miami. Du verrückter Hund, Pop. Apropos verrückt, hast du deine Mutter gesehen? Ich habe mich gestern Abend mit ihr gestritten. Ich will beerdigt werden. Und deine sentimentale Mutter will mich einäschern lassen. Also haben wir einen Kompromiss geschlossen. Sie beerdigt mich in einem Vulkan? Du, Pop, stell dir vor, wen ich getroffen habe. Elch Nelson. Mann, hat der sich verändert. Es ist vorbei. Der alte Knacker biegt in die letzte Kurve ein. Jeff. Du warst immer mein Liebling. Ach, Pop. Jeff, ich habe ein braves, anständiges Leben geführt. Junge, mach nicht denselben Fehler. Gott, ich bin bereit. Du kannst mich jetzt holen. Auf Wiedersehen, Leben. Hallo, Tod! Nein, Pop. Nein, nicht. Hey, Pop, denk an 7 Glatzköpfe. Sieh mich an. Mann, Schwester. Ja, komm, sie, geben komme, sie her. Komme. Komm schon, Pop, los. Atme. Jetzt komm schon. Pop, atme. Komm schon. Rosebud. Thank you.
Ma. Ich denke, du setzt... Nein, 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 nein. Jetzt nicht, Chef. Weißt du, ich habe was im Ofen. Pop ist tot. Ma. Oh, ich habe mich selbst übertroffen. Ma, ich sagte, dass Pop tot ist. Sieht das nicht fabelhaft aus? Jetzt ist dein Soufflé auch hinüber. Genau wie Pop. Es gibt ihn nicht mehr. Er hält mich jetzt davon ab, allzu hübsch zu sein. Weißt du, der Pulli war sein Lieblingshaarstyle. Ich habe solche Angst. Ich auch. Ach, ich hasse den Pullover auch. Oh, danke, Jeff. Pop, ich weiß, wie wichtig dir deine letzte Bitte war. Es tut mir leid. Hallo? Hallo? Nein, die Leitung ist gestört. Es hört sich so an, als wären Sie in einem Tunnel. Ich war auch in einem Tunnel. Junge, immer diese engen Passformen. Pop, bist du das wirklich? Nein, nein. Das ist ein Toter, der so aussieht wie ich. Mensch, natürlich bin ich das. Ja, ja, klar doch. Das hoffe ich schwer. Es wäre mir verhasst, so schnell wiedergeboren zu werden. Wenn schon wiedergeboren, dann als Lesbierin. Oh, sieht so aus, als hättet ihr das Geld für die Totenwache gespart. Sehe ich aus wie ich selber? Jeff, ich bin Gott begegnet. Er ist absolut nicht gesegnet in puncto Aussehen. Und ich weiß jetzt, dass er eine Lernschwäche hat. Deshalb macht er immer noch Politik. Also gut, genug geplaudert, Junge. Ich weiß, es geht um deinen letzten Wunsch. Ich glaube einfach nicht, dass ich das je schaffen kann. Aber du hast es schon geschafft, Jeff. Mein wirklich letzter Wunsch war, dass du aus deinem Schneckenhaus kommst. Du hast Angst vor dem Leben gehabt. Das ist das wirklich Wichtige. Vergiss mich, ich bin ein Zombie. Was immer du jetzt tust, tu es für dich. Okay? Geh Risiken ein. Es ist dein Leben. Du hast das Recht, es zu verpfuschen. Es überrascht mich, dass du so weise bist. Bin ich nicht, hab deine Mutter geheiratet. Hallo? Das ist für dich? Städtische Aufbewahrungshalle? Da sind sie ja, Pop. Sollen wir ihnen immer noch das Paradies zeigen? Hey, darum nennt man es Himmel. Tom hat mich mit den Mädels bekannt gemacht. Ach ja. Er lässt dich grüßen. Du hast Tom gesehen? Es geht ihm großartig. Er hat jede Nacht eine andere Seelenverwandte. Herr Jeff, hilf mir mal in meine Kiste zu. Ja, okay. Weißt du, man sollte meinen, wenn man erstmal ein Geist ist, verliert man diese Schwimmringe. Ich liebe dich, Pop. Pass auf dich auf und auf deine Mom. Tu mir einen Gefallen, pass auf, dass sie möglichst lange lebt. Du glaubst nicht, was es da oben für Frauen gibt. Du wirst mir fehlen, Pop. Keine Sorge, ich werde bei dir sein. Vor allem bei deinen sexuellen Erfahrungen. Junge, ich wünsche dir ein tolles Leben. Pop! Pop? Pop? Lieber Junge. Oh, oh, Jeffrey. Das mit Ihrem armen Vater tut mir furchtbar leid. Die Lichter im Theater haben sich verdunkelt und der Vorhang hat sich für uns alle gesenkt. Wissen Sie, damals, als mein armer Vater gestorben ist, oh Gott, es war traumatisch. Monty, würden Sie bitte damit aufhören, den Verlust dieses Jungen übertrumpfen zu wollen? Sie undankbarer Gossengaukler. Wenn ich noch Säfte in meinem Leib hätte, erbreche ich sie auf Sie. Haben Sie aber nicht. Jeffrey, warum haben Sie mir nicht gesagt, was zu Hause los war? Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr mit Ihrer Rolle beschäftigt habe. Unsere Truppe hat eine Menge Mitgefühl mit Ihnen. Eine Menge. Ja, ja. Im Unterricht der letzten Tage haben wir nichts anderes gespielt, außer Todesszenen. Ach, und Kathy lässt ihr Beileid ausrichten. Sie war sehr bestürzt. Sie hat geweint. Kein Glycerin. Echte Tränen.
Ich fand ihr Zittern etwas übertrieben. Sie nicht? Kathy war bestürzt? Sehr bestürzt. Sie wollte kommen, aber die Show im Heim muss ja weitergehen. Da ist sie geblieben. So konnte ich kommen, um ihnen ihren alten Job wieder anzubieten. Wirklich? Ja, sie sind ein Schlüsselmitglied unserer kleinen Truppe. Nicht der Star, lieber Junge. Episodenspieler. Hm. Erwägen Sie ein Comeback. Wenn ja, verrate ich Ihnen, wie ich die gute Marilyn mit meiner Nase in den siebten Himmel schickte. Das fände ich toll. Oh, danke. Braver Junge, braver Junge. Aufruf, Montag 9 Uhr, da sehen wir uns. Und aufgepasst, Sie sind nie zu berühmt, um pünktlich zu sein. Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. Sie, das ist eine Kirche und kein Theater. Bremsen Sie sich. Kirche, die Kirche ist schon seit Jahren Theater, mein lieber Freund. Seit Jahren. Glauben Sie mir, seit Jahren. Lass sie los! Heute ist unser Glückstag. Noch so ein Schwachzocker. Kathy, kannst du Hilfe holen? Ja, hier geblieben, ich Schwester! Sei still! Verdammt, lass ihn in Ruhe! Was machst du Freitag nach Dienstschluss? Ich hab gesagt, sei still! Ich hab was vor, ich mach einen Kurs in Philistertöpferei. Und tada! Lass ihn mir ein Tattoo entfernen! Wo ist die verdammte Kohle? Wo hast du die Knete? In meinem Schuh! In seinem Schuh. Das haben wir gleich. Hier, ich hab's. Komm wir ab. Ja, und ja. Was machst du, Dana? Da habe ich Unterricht als Rodeo-Clown. Was machst du Samstagabend? Ist Samstag der 15. Au, ich glaube schon. Da habe ich Zeit. Isst du gern thailändisch? Das hatte ich gestern Abend. Mexikanisch? Tödlich für meinen Magen. Äthiopisch? Zu scharf. Pizza? Macht zu dick. Holst du mich hier raus? Bringen Frau leicht ins Schwitzen. Mann, auch. Lass mich mal nach deinen blauen Flecken sehen. Warte, ich helfe dir mit dem Hemd. Nun, ich fange gerade mit dem Hanteltraining an. Noch bekomme ich sie nicht vom Boden hoch. Ich roll sie einfach hin und her. Naja, ein paar Minuten länger und diese Gangster wären erledigt gewesen. Schon etwas besser? Ja, so ein paar einzelne Stellen werden wahnsinnig schnell besser. Ich glaube an den ganzheitlichen Ansatz. Ich lebe irgendwie nach dem ganzheitlichen Ansatz. Jeff, du warst großartig. Danke. Ich wollte, es hätte eine Idee länger gedauert. Nein, nein, das war echt lang genug. Ich hatte fast genug Zeit, um deine Initialen zu schreiben. Ja? Naja, zumindest eine davon. Die ganze Zeit habe ich dieses katholische Schuldgefühl gegenüber Sex gehabt. Als würde ich Gottes heiligen Zorn auf mich ziehen. Eine ziemlich schwere Bürde, die man sich da auflädt. Ja. Aber weißt du, jetzt, wo es endlich passiert ist, glaube ich nicht, dass Gott böse ist, weil ich Sex hatte. Nein. Ich denke, er ist unglaublich überrascht, aber nicht böse. Du verarschst mich doch schon wieder. Live a life with no regret. Dream a dream you can't forget. Don't be worrying about the one you came after. Light in your heart with laughter. Ist er nicht wunderschön? Ja, er ist ein hübsches Kerlchen. Und er hat einen gesunden Appetit. Let your feelings take you far. Be the wonder that you are. Do the best that you can. Then you do what you have to. Light in your heart with laughter. Light in your heart with laughter. Da,
perfekt.